Alter, Gott sei Dank, Mann. Das war ja eine Scheiße hier, ey. Nun, Leute, was geht? Und schön, dass ihr wieder mit dabei seid. So, ich habe mal eine schöne Bar-Team-Map rausgesucht, 26% und ich würde mal sagen, die gucken wir uns jetzt erstmal an. Meine Mucke noch mal ein bisschen leiser. Auch bei mir ein bisschen leiser hier. Kriege ich gleich einen Krampf. Okay, ist es ganz raus? Ja, komm, hier alles voll und los. So. Ja, ich glaube, so sollte das passen hier von der Lautstärke-Abstimmung her. Auf jeden Fall gucken wir uns jetzt mal eine schöne, fette Vulpura-Map an. Ich bin gespannt, wie die wird. Ich hoffe nicht so wie die letzte, wo ich dann wieder voll am Abkacken bin. Da muss ich wieder alles rausschneiden. Jo. Hier ging es nicht lang. Also ich habe 10 neue Lieder reingeballert. Also wenn jetzt trotzdem noch die gleichen wird. Es kommen noch neue, ne? So sieht's aus. Ja. Jetzt weiß ich nicht, was ich jetzt so sagen soll. So, wir müssen mal drauf. Schön auf die Kante. Also fahren wir hier nochmal runter. Link ist natürlich selbstverständlich wieder in der Beschreibung. Kann wie das. Oh, fast so weit, ey. Wie, das war's? Hä? Okay, also, das war's nicht. Das war das Falsche. Dann nach oben? Hä? Was? Okay. Verstehe ich nicht jetzt. Nicht ganz zumindest. Okay. Erstmal hier rantasten, ne? Schön gemütlich, wie es ist. Ich weiß gar nicht, ich sehe mal den Mikrofonpegel ausschlagen, aber ich fahre mal die Mucke weiter runter. Noch ein bisschen. Ist ungefähr so laut wie GTA. Achso, Radio muss ja ausbleiben. Top. So, jetzt fahre ich mal da hinten rein. Hier sieht's schon besser aus. Jawohl. Oh, ist aber auch nah dran hier, ey. Alter Junge, das war aber auch mega knapp. Gut, neue Runde hier. Es geht weiter. Ja, ich bin in der Solo-Sitzung, wie man sehr unschwer hören kann. Das liegt da dran, weil Drohn noch gar nicht da ist. Aber mit dem zocke ich gleich PC. Eine schöne PC-Session von GTA. Weil einfach, ne? Die Gründe kennt er ja jetzt mittlerweile. Stellen wir uns mal hier schön an. Ah, das geht auch direkt wieder runter. Top. Soll ich jetzt so fahren oder was? Hä? Das
Ist das halb zu Fußparcours? Alter, das hat funktioniert. Hätte ich nie gedacht. Oh, die scheint aber ganz gut aufgebaut zu sein. Scheint. Mehr Schein als Sein. Ich bin gespannt hier. Oh. Am liebsten würde ich ja gleich hier rein. Genau. Alter, was es aber auch alles für Items gibt hier. So ein Holzwagen, ey. Oh ja, das ist ja... Das ist ja knackig. Gleich mal gucken, wo es hier noch lang geht. Okay, Gleiter scheine ich wieder apparat. So. Ach, fuck, Mann. Jetzt fängt das wieder an hier mit dem Scheiß abrutschen. So, was ist jetzt hier? Boah, das ist aber echt eierig hier oben. Ah, die rutschen voll die Dinger. So, ist das jetzt hier eine Pause? Ey, was ist das denn? Scheiße. Ich könnte schon wieder wetten, dass ich da draufbleiben hätte sollen. Oh, fuck, fuck, fuck. Ich sehe nichts. Alter, ich sehe gar nicht. Fuck, was ist denn das, Alter? Okay, das ist schön knifflig gemacht, aber Bartis, ich sag mal so, also T20, mega Hardcore-Maps, weiß ich nicht, also die liegen mir nicht so, also die machen nicht so viel Bock. Wenn man jetzt eine fette Barty-Map hat, ach scheiße, dann finde ich das geiler als alles andere, ne? Oder eine schön schwere BMX-Map oder sowas. Aber diese T20-Kacke, weiß ich nicht, irgendwie... Habe ich da so die ganzen miesen Dinger. Ich spiele ja weitaus mehr als hier hochgeladen wird, ne? Ich kann da nur die Folgen hochladen, die ich dann nicht beendet habe, weil ich einen Kotzkampf gekriegt habe. Oh, das hat klappt. Ja, Mann. Ey, da wäre eine Enduro mal eine Sache, ne? Ich glaube, ich nehme beim nächsten Mal keine Barty, sondern einfach eine Enduro, weil die würde das hier bis jetzt würde die das auch packen. Also diese ganzen Monster-Hardcore 0% und alles da, ne, unter 10%, die machen, irgendwann hat man keinen Bock mehr drauf. Deshalb zocke ich die so ungern und lieber diese Maps hier. Alter! Alter. Knapp. So, jetzt stelle ich mich hier vorsichtig erstmal ran. Jetzt ist die Frage, wie komme ich da jetzt rüber, ohne dass ich direkt wieder... Oh, immer R1, ne? Ja, was ist das denn, Alter? Das spackt hier voll rum. Nee, Mann. Ein neuer Versuch. Zu langsam. Zu langsam. Ich habe übrigens die GTA-Geräusche mal ein bisschen höher gestellt. Ich weiß nicht, ob man das jetzt besser hört. Ich teste das immer so ungern. Ich mache lieber erstmal eine Aufnahme, zocke 48.000 Stunden und dann sehe ich, dass die Scheiße gewesen ist. Nein! Ach ja.
Komm, nicht mit zu viel, nicht zu wenig. Top. Oh, Wheelspin auf dem Reifen, ne? Oder auf dem Rad, eher gesagt. Komm schon, nein. Oh, gerade noch zurechtgekrüppelt hier. So, jetzt schön vorsichtig hier rantasten. Also bis hierhin war es ja... Oh, fuck, Mann. Oh, fuck, ey, wie ich stehe, ne? Mein Gott, nee, Alter. Voll unnötig. Vor allem, wenn du das dann wieder nicht schaffst hier, dann kannst du nochmal Respawn machen. Und nochmal. Und dann am dritten Mal geht's dann wieder. Und weil ich es jetzt gesagt habe, funktioniert es beim zweiten Mal. Doch nicht. Aber dafür beim vierten Mal. Jo! Ab dafür! Na komm schon. Ja, Call of Duty habe ich auch noch nicht zu Ende gezockt, ne? Einfach zu viel zu tun. Am besten ihr bleibt arbeitslos. Fetter Rechner, arbeitslos, einen ganzen Tag Zeit, zwar keine Knete, aber kann ich alles haben, ne? Ja doch, wenn man fett viel Knete gewinnt. So, was ist denn jetzt hier los? Warum packe ich das jetzt nicht? Oh. Also manchmal fährt man mit der exakt gleichen Geschwindigkeit an, bleibt dann hängen. Oder man fliegt 1000 Kilometer zu weit. Ja. Jetzt zu langsam. Oh, doch nicht. Was ist denn jetzt los? Es läuft. Oh, der scheiß Busch, ne? Ich muss da irgendwie vernünftig draufkommen, ohne dass ich da wieder von wegglitsche. Oh, es ist so ultra nervig. Mich regt das auch viel zu schnell auf, ne? Mittlerweile. Von diesen 26%, das ist nichts. Das ist fast 100, Mann. Aber naja. Gerade so, Mann. Gerade so. Oh. Diese Tasten hier, ne? Die hier. Die kannst du drücken, wie du willst. Bremst eh nicht. Kannst du direkt Respawn machen. Ich fahr das mal so lang, wie man soll. Oh, toll. Toll. Auch direkt auf den Reifen lang, ne? Nein! Jawoll, geil! Gleich nehme ich es alternativ, weil mich schon wieder. Das ist schon wieder unnötig. Immer diese. Dieses Euphorische hier, ne? Dieses. Jawoll, geil, packst du, easy peasy. Und umso länger man an so einer Kacke sitzt, umso leiser wird man auch. Dann irgendwann quatscht man nicht mehr. Weil es dann einen nur noch auf den Sack geht. Und ich weiß nicht, ob ich schon wieder alles rauscutten soll hier. Mal gucken, wie lang die Folge geht. Also kann sein, dass er das nicht hört. Ich kann auch gleich zu Fuß gehen und nehme es alternativ. Sprache versagt jetzt schon. Ich kann es einfach nicht, ne? Jetzt dürfen jetzt auch nur die Leute meckern, die das selber gespielt. Also wenn jemand diese Karte gespielt hat und sich nicht aufgeregt hat, dann darf er meckern. Ey, mir wird, ist ja auch gerade schon wieder 1000 Grad hier in dem Raum, ne?
Nur weil das Kraftwerk da unten läuft. Och Mann, Alter, das ist so behindert, Mann. Ich hab keinen Bock mehr auf so eine Kacke hier. Ich glaube, ich spiele jetzt nur noch 50% Karten. Die dauern zwar nur 5 Minuten, aber es hilft ja nichts. Machen ja andere auch so. So, wenn ich jetzt nochmal runterfalle, dann fahre ich das nicht mehr alternativ da, mit diesem Sprung, dann fahre ich jetzt immer den richtigen Weg. Ich weiß nicht, ob der leichter ist. So. Endlich bin ich wieder hier drauf. Hey. Das ist so ätzend. Das ist der Hammer. Ah, das ist unten. Das ist Schwachsinn, wenn man es nicht alternativ. Das, wenn man da nicht rüberspringt, ey, bist du selber schuld. Das ist total der unnötigste, beschissenste Weg, da auf diesen Dingern lang zu fahren. Man extra mit dem kleinen Stein hier vor. Was ist denn das? Da muss man schon schneller rüberfahren. Aber man springt halt immer zu weit. Ich gehe jetzt zu Fuß. Ich gucke jetzt, ob ich zu Fuß kann, weil das geht mir. Ne. Ich finde, ich springe jetzt noch dahin einmal. Obwohl, das ist ja auch das Schwierige gewesen, ja. So. Steig ab, Mutti. Jo, Ast rein. Geil. Aber ich will es nicht alternativ nehmen. Weil sonst ist ja die Karte verfehlt. Ich glaube, ich lade es an Cut hoch. Das nervt dann euch nämlich genauso viel wie mich. Weil ja schön eine halbe Stunde lang die Scheiße hier glotzt. Und einfach ich tausendmal hier runterfalle. Und dann regt euch das hoffentlich richtig dolle auf. Und dann zockt er die Karte auch selber. Alter. Das ist so eine behinderte Kacke. Oh, er ist da nicht rübergefahren. Ja. Ne, dieser Controller, Alter, bitte, Mann, ey, das ist. Das ist so glitschig, ey. Diese scheiß Knüppel, ne? Da gibt es zwar schöne Aufsätze für, dass das nicht mehr so ist, aber muss das so sein? Kann das nicht einfach standardmäßig sein wie beim Xbox-Controller? Da habt ihr auf dem Dingern hier. Da sind so eine Riffel drauf und so eine scharfe Kante ist hier oben drin. Das ist perfekt bei dem Scheißding. Das ist einfach rutschig. Was ist das? Da ist nichts drin, keine Kontur. Oh, ist das Müll, ey. Also ich hab echt 100.000 Jahre PlayStation gespielt, ne? Seit der PlayStation 1 zocke ich mit diesen Controllern. Bis zur PS4 Pro. Immer. Aber es ist einfach so. Die Xbox-Controller sind geiler. Hätte ich nie gedacht, ne? Also nicht die alten. Ist natürlich klar, weil die alten sind richtig für den Arsch, Dinger. Die sehen auch aus wie Karre Mist. Aber der neue, das ist so geil, das Ding. Ich zock da ja nur mit auf dem PC. Also was heißt nur? Also alles, was GTA betrifft hier. Battlefield und Prey und so ein Scheiß natürlich nicht. So, schön gerade hinstellen hier, ne? Drauf. Wie fahre ich da jetzt runter, ohne dass ich da vorbeiglitsche? Alter!
Boah, Alter. Ich muss also aufs Dach drauf. Also wenn ich jetzt hier abkacke. Hä? Was ist denn das, Alter? Das verändert sich hier alles. Oh, guck mal, da ist sogar so ein Streifenscheiß dran. Alter, Gott sei Dank, Mann. Das war ja eine Scheiße hier, ey. Ich soll wohl da durch. Und ich wette, erster Versuch ist direkt zu weit. Oder zu kurz? Das gab's ja noch nie. So, wir sind wieder live dabei hier. Ey, das ist so rutschig. Ey, ich brauch jetzt irgendwas hier. Das Ding ist einfach für die Tonne. Ich belasse es einfach dabei, wenn ich den Xbox-Controller an der PlayStation anschließen könnte, würde ich es sofort machen. So, endlich wieder gleiten. Nein! Ich hab ihn eingesackt. Ja, ich respawne mal, ne? Für euch jetzt wird hier gerespawnt. Vielleicht ist da ja noch irgendwas Cooles, ansonsten wäre ich direkt reingefahren. Okay, hier ist nichts Cooles. Ob die Rampe nötig gewesen wäre? Ich glaube nicht. So, auf geht's hier, ne? Ein bisschen Offroad, muss auch mal sein. Okay, vorsichtshalber natürlich an. Oh, scheiße. Alter, nein. Ich dachte, ich hätte mich hier gerettet. Habe ich aber nicht. Hallo, Musik? Ich wollte schon sagen, ey. Was ist das hier jetzt wieder für eine Scheiße? Boah, wie fahre ich denn? Ich fahre aber auch schlecht, ne? Also gleich ist auch Don wieder zu Hause und dann wechseln wir auf den PC und da fahren wir auch nochmal ein paar Asians. Die nicht aufgenommen werden. So. Okay. Das war jetzt sehr unspektakulär. Ja, wie er. Er spastet da einfach nur rum, ne? Ey, die Mucke, ne? Ich nehme jetzt den hier. Ah. Doch der Äußere. Ich glaube. Oh, perfekt. Wie das gerade schon wieder aussah, ey. Es könnte natürlich auch sein, dass ich da runterspringen muss. Ach da, der ganz äußere, dann kann ich ja nochmal Respawn machen. Respawn. 25 Minuten und 3 Sekunden steht bei mir. Hä, ist das der richtige jetzt? Was? Ich habe beide Tasten gedrückt gehalten.
kleinen Bernie. Aber nein. Okay, der bremst zu stark ab. Das geht ja noch, ne? So eine Disziplin oder so eine Aufgabe, sage ich mal jetzt so. Das mache ich noch ganz gerne, weil da muss man sich ein bisschen zurechtfinden, ne? Welcher ist der richtige und so ein Kram? Das ist ja noch in Ordnung. Ich verstehe sein Vorhaben nicht. Da links ging es weiter. Ich fahre einmal. Aber wie soll ich denn da drauf kommen? Also wenn sind es die... Der dritte. Ja, das läuft so unflüssig auf der Konsole. Da verändert auch die Pro nichts dran. Echt so verkrüppelt. Das ist also, das habe ich noch nicht gemacht. Deshalb kenne ich mich so wenig damit aus. Ich fahre da gleich mit dem Auto rüber, wenn es mich nervt. Weil das Auto müsste ja direkt drunter passen. Das war natürlich klar, ne? Das war natürlich klar. So. So können wir es auch einfach machen. Haben wir es mal alternativ bewerkstelligt. Jetzt können wir mal gucken hier. Du fährst dann nur noch auf dem Kasten da lang anscheinend. Am Ende kommst du am Kasten raus. Na gut, schwer ist es jetzt hier nicht, ne? Okay. Gut. Also ist nicht schwer. Ich habe aber keinen Bock hier, die wieder 8000 Stunden wegzuschneiden. Weil ich da einfach keine Lust drauf habe. Und Uncut ist es einfach zu lang. So, das sieht auch schon mal gut aus hier. Schönen sanften Gleit Richtung Checkpoint. Da kommt noch eine schöne Spirale. Fuck, jetzt hab ich mich verkackt. Punktlandung. Alter, nee. Das zieht sich aber ganz schön hier. Sieht fast gar nichts, ne? Oh, eine schöne Kante. Weiter, weiter, weiter. Weiter, weiter, weiter. Nicht gierig werden, ne? So, Spiralen, das ist ja hier auch wieder so eine geile Sache, ne? Obwohl die... ja, sehr leicht, wa? Oh, sowas liebe ich. Aber mittlerweile, ich kann mich noch dran erinnern an unsere erste Motorradmap, die, was heißt im ersten Motorrad, die erste heftige Motorradmap, die ging ja 160 Minuten, ne? Das würde ich heute gar nicht mehr zocken. Wobei es heute mit Sicherheit auch nicht 160 Minuten dauern würde, weil wir irgendwo weggleiten würden und dann einfach reinballern. Da weiß ich nämlich noch bei den 160 Minuten Dingen, da war ja so ein Teil, aber monsterlang. Und ich habe am Ende, glaube ich, nur noch alleine gespielt. Und wir haben sie zweimal gezockt. So. Haben wir das auch? Das sieht ja gut aus. Ja.
Time, da ist es. Wir haben es geschafft unter 30 Minuten und zwar Aufnahmezeit ist 30 Minuten 28, das heißt, hier ist weniger. Ich danke euch fürs Zuschauen und bis zur nächsten Runde.